Nehmen wir keine Sicherheitsausrüstung mit, weil ich keinen Bock habe. Ich habe die Windjacke im Boot. Jetzt gerade ist es aber nicht kalt genug, dass ich sie brauche. Das heißt, ich probiere es mal ohne. Wir haben also wirklich nur mit Panol die Spritzdecke, die Neoprenhose, das Neopren-Shirt, diesen Langarm und die Schwimmweste. Jeder alles sehen muss. Das hier ist jetzt so drüber. Wie gesagt, solange wir keine Windjacke oder Regenjacke direkt brauchen, geht das so. Wenn wir dann mal das eine oder das andere brauchen sollten, würde ich da natürlich das drunter anziehen. Das ist die kleinste Größe, die es gibt. Sie ist mir eigentlich zu groß, das sehr, sehr ridiculous ist. Ich finde das absolut abartig. Beschissen ist eine gute Beschreibung. Mein kleines Sicherheitsmesser und die Socken werde ich dann noch anziehen. Jetzt tue ich eben zum Paddel. Und heute gehen wir mit dem Grönland und Kalleck Paddel von Geoland. Ganz cool ist. Das passt zu meinem. Oh, mein Karabiner. Praktisch. Wenn ich einen Karabiner habe, kann ich den nicht da reinpacken. Jetzt regnen an. Egal, ich weiß trotzdem aus. Es regnet nicht sehr und werde ich halt ein bisschen nass. Ich werde es überleben, ist wieder nass. Und ich sehe es da hinten ein bisschen heller werden. Wenn ich eine Karabiner habe, kann ich die Spitzstücke so nehmen und hier reinpacken. Dann kann ich auch gehen. Ich habe hier die tolle Spitzdecke und ich habe vergessen, meinen Kopfhörer drinnen lassen. Das heißt, ich muss da eben rein. Ich zeige euch das jetzt mal eben so. Hier haben wir das Boot. Schönheit nennt sich Ilka, ist sehr, sehr pretty. Und normalerweise würde ich hier in diesem Bereich meine ganze restliche Ausrüstung sehen. Das ist meine Sicherheitsausrüstung, also Paddle Float, Pumpe, Schleppsystem, das Kontaktschleppsystem. Und ich hätte auch noch hier hinten, hinterm Sitz drinnen, da den Steigbügel. Allerdings, wie gesagt, da ich heute alleine fahre und, naja, ich bin, brauche ich das alles nicht. Pumpe werde ich ganz unpraktisch, aber ich habe nicht vor, dass ich kenter, deshalb nehme ich sie nicht mit. Und für den Rest, ich tue mir viel leichter, ohne das ganze Zeug reinzukommen, als mit. Ich kann euch irgendwann mal zeigen, wie die unterschiedlichen Sachen ausschauen, wenn es euch interessiert. Aber für jetzt werden wir mal eben die Fußstützen einstellen und dann sind wir auch schon am Wasser. Ich werde wahrscheinlich die Fußstütze am Wasser einstellen. See ya! Wir sind im Boot. Ihr kriegt jetzt gleich meine POV. Erstmal im Hochformat. Ich werde euch das dazu schneiden auf Querformat. Aber let's go! So warm. Es ist so großartig. Ich liebe es.